Das heißt, ein bisschen weiß ich, was auf uns zukommt, aber das Problem ist, ich werde trotzdem failen. Nur mal so zur Info, es war nämlich echt kacke. Schwer, meine ich. So. Mit Maggi Fix was Tolles zaubern. Maggi Gehirnsuppe. Was haben wir da? Ein Tonband. Bewusstseinsassimilation des Probanden. Erste Symptome. Stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Der will in mich übergehen? Ah nee, der will in die Patienten übergehen? Hier haben wir... Das hört sich an, als hätte er eine gute Zeit unter der Decke. Hier haben wir eine Amöbe und hier haben wir eine Amöbe mit Schweif, Wirbelsäule. Nichts ändert das! Hasse alle Kisten! Kisten sind meine Feinde, außer Karl. So, hier haben wir letztes Mal aufgehört, glaube ich. Er hat uns unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könnte sie gegen mich verwenden, hält er mich für so blöd. Laura ist nicht schrot! Ich habe das versucht jetzt mal, er ist ja mental gestört, deswegen habe ich versucht, ich habe mich da auch reingesetzt, das Method Acting, ja, Method Acting. Und jedenfalls, Gott sei Dank, jetzt ist Laura tot. Die hat gerade noch geweint da oben auf der Liege. Und hier sind auch über diese... Und nu? Ist wie die Play Massive Bürotür jeden Morgen. So. Gemacht. So, kann man denn hier... Nein, Pappkartons sind zu krass. Holzkisten kein Problem, die schlägt er kaputt, aber Pappkartons sind einfach... Josef! Alter, Josef! Bleib. So, und ich hau mich auf den heißen Stuhl bei Wer wird Millionär? Und dann schauen wir mal. Sie haben Dynamit. Ja, wirklich, das hast du noch nie erzählt. Warte, 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 Josef, bleib mal hier. Es kommen noch mehr. Genau, geh weg. Spiel nicht den Helden, zurück. Huh, nein! Fuck you. Bist du okay? Ja, toll, mach doch mal was, Alter. Ich hab echt was am Bein. Probleme? Bist du okay? Geht so. Munition. Nein. Oh, Entschuldigung. Nein! Ich hasse Arena-Kämpfe in jedem Spiel. Arena-Kämpfe sind zum Kotzen. Liebe Entwickler, macht bitte keine beschissenen Arena-Kämpfe in eure Spiele rein. Niemand mag das. Hast du Verbandszeug? So, im Moment nicht. Generell kann man nie genug Streichhölzer haben. Leider haben wir ja nur einen ganz kleinen Muskel am Arm. Deswegen können wir nur 7 Streichhölzer tragen, weil die so unfassbar schwer sind. Das wird man sicherlich verstehen. So, was haben wir hier? Hallo? Oh! Okay, die gute Dame wird langsam nass. Hey, Zuckerarsch! Ich kann nur ihn heilen, sie aber nicht. Das finde ich sexistisch. Ich kann mit ihrem Arsch reden. Das ist schön. Da freue ich mich. Unterhalten wir uns mal ein bisschen mit dem. Hallo Arsch, wie geht's dir? So, warte jetzt aber. Wenn du nicht gekommen wärst. Ja, was dann? Das war's. Okay, das war ein tolles Gespräch. Josef, wie sieht's aus? Schwer, oh, so schwer. Oh, meine Hand. Oh, meine Hand. Aua, aua. Was tue ich mit dir, Zuckerarsch? Oh, ja. Das Willen war das ein Anblick. Schön. So, haben wir es jetzt. Gehen wir. Schwarzer BH zur weißen Bluse geht gar nicht. So. Mann, dass die Spiegel mal kaputt gehen müssen, ist auch so ätzend. Ich brauche doch ein bisschen Secret Time mit meiner Süßen hier. Guck mal. Alter, was hatten die für einen Riesenfuß im Schatten? Oh Gott.
Alle Fußfetischisten reiben sich gerade am Monitor. Hey, Puppe, komm mal her. Ja, zeig auf mich. Guck mal, ich bin untenrum nackt. Da kommt's angelaufen. Na, ist ja ein Hauptgewinn, diese Falle. So, Streichhölzer können wir wieder mit. Mein erstes Date. Was war das denn gerade? Ich habe sie geliebt und jetzt löst sie sich einfach auf. So ein arschiges Spiel manchmal. So, da liegt er im Wasser und brennt. Oder im Blut oder was auch immer das hier ist. So ein arschiger Gegner. Erst aktiviert er die Falle, dann wirft er noch das Messer. Ich habe selten so ein Arschloch hier gesehen. So, dann nehme ich nochmal ganz kurz die nächste. In Wahrheit drücke ich mir da einfach nur flüssige Smarties. Die machen mich wieder glücklich. Nein, nicht schleichen, laufen! Willst du mich verarschen? Na toll. Tontauben schießen. Alter! Also. Ja, brenne, brenne, du Nutzvieh! Du kleines Miststück! Ich lass sie mal brennen. Nein, ich hab die doch gerade abgefackelt. Boah, die ist voll sexy. Ciao, Mann. Ach du Scheiße. Kommt hier auch eine Leiter hoch? Ah, wieso frage ich eigentlich? Los, brenn sie ab. Ja, 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 brenn, Baby, brenn. Okay, die haut dann auch ab. Das ist sehr gut. Was macht denn das hier? Boah, geil. Ja, man nennt mich auch den Graf Souverän. Alter, hätte ich ja nicht gedacht. Ich habe uns eigentlich schon filetiert gesehen, aber bin ich gerade ein bisschen stolz auf mich selbst. Ich würde mal auf die Schulter klopfen, wenn ich noch eine hätte. Die sind mir nämlich gerade in den Keller gerutscht, die Schultern. Ich bestehe nur noch aus einem sehr langen Hals. Weihnachten mit Onkel Klaus, da holt er gleich die Spritze raus. Heroin und tralala, bald ist Weihnachtsabend da. So, das war eine tote Oma, da muss man ein bisschen Respekt haben. Oh, das hat nicht geklappt. Respekt haben, okay, die ist wirklich tot. Respekt haben, das klappt überhaupt nicht. Huch, Fotos. Fotos. Ja, Fotos. Fotos. Entschuldigung. Was? Hallo? Dunkelheit? Ah, Licht machen. Aber warum ist es hier so... Was war das? Ein Rollstuhl ohne Besitzer. Was ist hier nur los? Dieses verrückte Spiel. In diesem Rollstuhl sitzt niemand und er dreht einfach seine Runden. So, und hier haben wir wieder die schöne Arschkamera. Das muss doch nicht sein. Ich höre irgendwas, aber ich weiß nicht genau. Sieht aus wie bei mir im Kühlschrank.
Der Kastenmann. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, ehrlich gesagt. Wer stöhnt denn hier so geil? Das muss hier sein. So, es ist der Junge. Okay, das muss doch nicht hier sein. Das ist ein bisschen schräg. Bier. Lass das! Aua, 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 aua! Die blöde Kuh! Können Sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Das ist wahr. Halt sie von mir fern. Ja, Scherzkeks, wie soll das gehen? Ach du Scheiße! Nein! Mann, lass das! Boah, dieser Kacker! Das darf doch nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein, weil er jetzt das beschissene Menü gemacht hat. Halt sie von mir fern. Ja, wie soll das... Weißt du was? Leck mich am Arsch, hier! Nein, ich kann doch kein Streichholz anzünden! Nein! Ach, leck mich am Arsch, das darf doch nicht wahr sein, das krieg ich ja gleich Pickel! Was? Willst du mich verarschen, genau hinter mir? Da müsste ja eigentlich brennen. Nein, der ist natürlich flammenfest. Munition alle? Nein! Nein, jetzt bleibt doch... Jetzt bleibt das Menü nicht offen. Ich glaube, ich krieg doch hier einen Lurch. Jetzt geht das Menü wieder auf. Nein, ich will das nicht benutzen. Lass das immer. Das ist scheiß Menü. Da wird schon mal gucken. Ich übernehme die Falle. Halt du sie auf. Halt die Schnauze, Josef. Wenn du Zeit zum Beschweren hast... Ich hab keine Zeit zum Beschweren, Josef, du Arschloch. Mach diese scheiß Tür auf oder ich mach deinen Körper auf. Mann! Nein, dieses Menü, ich bring das Menü um, wer das programmiert ist. Alter. Nein, ich wollte ein Streichholz werfen. Jetzt geh doch mal weg, du alter Kuhpansen. Ich hasse dich und deine ganze Sippe. Jetzt wirf ein Streichholz, hier. Sebastian, los jetzt. Wir können abhauen. Sebastian, los jetzt. Wie soll ich denn abhauen hier? Guck dich mal um. Uah, ich wollte die grüne Suppe holen. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee gerade. Die Bomben machen bei denen ja zum Glück nichts. Die explodieren nur bei lebenden Menschen, weil das sind lebende Mensch-Sensorbomben. Wie beruhigend. Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Ja, das habe ich jetzt begriffen. Danke. Was? Wie voll? Damit hätten wir zwei schon mal weg. Ach, alter Josef, ich wollte dich gerade umbringen. Was nicht die schlechteste Idee ist. So, da kriegen wir auch ein bisschen was. Da kann ich gleich nachladen. Leider sind wir sehr knapp bestückt mit Munition. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein können. Zombies mit MGs? Na klar, warum auch nicht? Josef macht das klar. Der Josef macht das klar. Warum macht der Josef das nicht klar? Ah, der Josef macht das klar. So, weiter locken. Na komm, Josef, das schaffst du doch. Josef! Gut, machen wir das eben klar. Der Josef macht das klar. Der Josef macht das klar. Tralalalala.